Und weiter geht's. Ich grüße euch, Freunde, und heiße euch herzlich willkommen zum 15. Spieltag. Auswärts geht's diesmal in die Bay-Arena. Vorletzter Spieltag, dann haben wir erstmal Winterpause. Leverkusen aktuell schon in der Krise, wie man hier sehen kann, Platz 13. Zwar gleiches Bild wie im letzten Jahr, da stand man auch in der Hinrunde in der unteren Tabellenhälfte und es lief gar nicht, aber diesmal läuft es wirklich überhaupt nicht, kann man schon wirklich sagen, ne? Zuletzt zum Beispiel verloren gegen Schalke oder auf Schalke mit 1:0. Und ja gut, unsere Begegnungen waren jetzt auch nicht gerade die besten, wie man hier sehen kann. Im Saisonendspurt letztes Jahr 1:0 gewonnen. Im Pokal haben wir so damals ausgeschaltet, also im letzten Jahr, aber dafür in Leverkusen 2:1 verloren. Ziemlich unglücklich, aber da kräht am Ende kein Hahn mehr nach. Verloren ist verloren. Mittlerweile neuer Trainer dort im Verein tätig, Marc van Bommel für Xabi Alonso. Also da hat man jetzt wirklich die Reißleine gezogen. Ist jetzt nicht viel passiert seit dem letzten Spieltag in der Gruppenphase der Champions League. Aber wie gewohnt, was genau zeige ich euch erstmal jetzt? Ja, diesmal fangen wir erstmal mit einer schlechten Nachricht an, wie ich es befürchtet hatte. Beste fällt 3 bis 4 Wochen wieder aus. Wieder eine mittelschwere Verletzung zum zweiten Mal jetzt in der Hinrunde. Leider wieder nicht einsatzfähig, also fällt dann somit bis zum Beginn der Rückrunde aus. Wir haben 2,8 Millionen Euro erhalten für den Sieg in der Champions League gegen die Glasgow Rangers und das reicht eigentlich, oder beziehungsweise das war's. Wie ihr sehen könnt, ja, wir haben jetzt so kleine Meinungsänderungen. Lucia ist bereit für den Verbleib im Verein zum Beispiel, oder Paslak steigt wieder ins Training ein, wird auch spielen gegen Leverkusen. Ansonsten ist hier nicht viel passiert. Und somit kommen wir auch direkt zum Gegner, schauen uns die Leverkusener genauer an. Flügelspiel, also der dritte Gegner in Folge, gegen den wir jetzt antreten, der Flügelspiel praktiziert. Hier wird Boniface invasiv spielen, invasive Außenstürmer, also wie wir selber das öfters mal machen. Auch hier haben wir dann quasi eine Doppelspitze oder ja, doch so eine hängende Spitze hinter Patrick Schick, kann man sagen, weil Grimaldo definitiv häufiger, davon gehe ich aus, überlaufen wird. Genauso wie Riasson und Wolf werden die Flügel beackern. Insgesamt aber individuell eine sehr starke Mannschaft. Also da ist irgendwo der Wurm drin, warum es einfach nicht läuft. Vom Spielermaterial her müssten sie eigentlich locker, sag ich mal, unter den ersten 6 dabei sein. Man sieht es auch hier an den Transferaktivitäten, was bei Leverkusen möglich ist. Gut, man kann jetzt auch sagen, das ist alles machbar aufgrund des Transfers von Edmond Tapsoba, der inklusive Bonuszahlungen für 68 Millionen nach Chelsea gewechselt ist, ne? Hat jetzt gutes Geld gebracht, hat man auch fast komplett reinvestiert mit 53 Millionen Euro wieder rausgehauen. Marco John oder Marco John ist dann auch für 5,75 nach Köln gewechselt. Der Königstransfer war, würde ich sagen, Jonas Wind mit 20,5 Millionen Euro, aber auch Arnaud Coman oder Luca Waldschmidt hat schon gut Geld gekostet. Coman ist ein Innenverteidiger. Aber wie wir gerade gesehen haben, man kann damit davon ausgehen, dass er wahrscheinlich gar nicht spielt. Ist mehr für die Kaderbreite. Tah und Hincapié hier gesetzt scheinbar. Palacios wird ausfallen. Wie ihr sehen könnt, der wird nicht spielen. Daher, aber so gesehen, weil wir mit Ballbesitz, mit Gegenpressing spielen und sehr auf Balleroberung ausgelegt sind, ein bisschen schade, weil Palacios ist einer der Spieler, die aktuell nicht gut in Form sind. Und der häufig den Ball verliert. Also das wäre dann zum Beispiel im Spielaufbau ganz günstig gewesen. Hier haben wir jetzt einen passstarken, spielaufstarkes Zentrum mit Andrich und Xhaka. Und ja, aber das letzte Drittel überzeugt aktuell nicht bei Leverkusen. Das ist sehr entscheidend. Wirtz nicht in Form, Schick nicht in Form. Wolfs überzeugt aktuell auch nicht. Wie man sehen kann, 12 Einsätze, eine Vorlage gerade. Also das ist vielleicht wirklich die Chance hier, die 30-Punkte-Marke zu knacken. Dementsprechend agieren wir offensiv. Etwas durchrotiert, Broschinski wieder auf dem rechten Flügel, Kempel links. Für Beste, meine zweite Variante, die ich im Kopf habe, ist 4-2-3-1. Darauf werde ich gleich wechseln, zügig, wenn es gar nicht läuft. Osterhage als sehr starke Balleroberer natürlich neben Agumé. Mein Plan B wäre dann zum Beispiel Agumé oder Stöger zu bringen hinter den Spitzen und dann hier auf der Position zum Beispiel einen Toto einzuwechseln. Aber wir warten es mal ab, wollen natürlich Gas geben, weil Leverkusen auch in der ersten halben Stunde laut Datenanalyse sehr anfällig ist für Gegentreffer. Und deswegen erstmal die offensiv ausgerichtete Aufstellung oder sehr offensiv. Ich sehe es gerade aber ausgewogen erstmal. Wir wollen abwarten und reagieren, statt zu viel agieren oder hinter den Konter zu laufen.
so wie immer eigentlich gegen Flügelspielmannschaften, wenn sie dann auch zu Hause spielen, ne? Also beziehungsweise halt Flügelspiel, da habe ich ja meine spezielle Einstellung, die auch hier wieder zählt. Man sieht es hier ein bisschen, kann ich auch noch mal gerne zeigen. Also viel Pressing in der vorderen Reihe, also oder so gesehen aus Leverkusener Sicht im letzten Drittel. Aber ich werde die Flügelspieler diesmal in Manndeckung nehmen und Patrick Schick wird empfangen von Patrick Pfeiffer. So, ich sehe gerade, ich muss hier noch was einstellen und dann gehen wir aber ins Spiel. Ja, wollen wir mal hoffen, dass Leverkusen weiterhin schlechte Form hat. Wie gesagt, ne, wir können hier die 30-Punkte-Marke knacken an diesem Spieltag. Wenn wir hier einen Punkt mitnehmen oder einen Sieg. So, VfL am Drücker oder auch nicht, Ballverlust. Boniface holt sich weit hinten den Ball. Viper zur Stelle zieht und trifft. Also zieht ab und trifft. Spielt sich auch immer mehr fest in der ersten Elf, nutzt die Verletzungsphase von Philipp Hofmann aber sehr gut, muss ich schon sagen. Ich habe jetzt in den letzten 6 Spielen das 5. Tor. 3 Tore gegen Darmstadt, da müsste ich gleich nochmal drüber gucken nach dem Spiel selber. Aber er ist aktuell wirklich sehr treffsicher, sehr gut in Form. Da muss Hofmann sich schon strecken, auch im Training. Paslak jetzt wieder im Spiel und auch direkt mit der Vorlage. Da hat der VfL Wolfsburg ihr Interesse bekundet, habe ich gesehen. Starkes Interesse, Marktwert von 15 Millionen Euro. Also da werden sie schon Cash auf die Tasche legen müssen, auf den Tisch legen müssen, um ja, mich zu überzeugen, dass ich ihn abgebe. Ich habe da so eine Summe von 20, 22 Millionen Minimum im Kopf, ganz ehrlich. Also den werde ich nicht einfach so verscherbeln. Ne? Das ist unser fest eingeplanter rechter Verteidiger, der auch jetzt in der Saison wieder stark spielt. Riemann bekommt nochmal eine Chance. Da muss ich echt gucken in der Winterpause. Vielleicht, das hatte ich jetzt schon ein, zweimal angedeutet, ne, dass ich da Wechsel in der Formation vollziehen möchte. Boah, du jetzt mit der Chance auf die Führung zum 2-0 knapp verzogen. Dicke Chance. Hätte auch gut und gerne machen können. Vorlage kam von Viper. Momentan der VfL das aktivere Team, die ersten 20 Minuten. Florian Wirtz jetzt, Riasson. Zurück auf Andrich, in die Mitte rüber auf Chaka, der zieht ab und Riemann mit einer starken Parade. Ich meine, andererseits, Riemann, Liga intern jetzt schon seit sechs Mal zu null gespielt, andererseits. Ne? Aber, oh nein, ich hasse diese an die Latte, diese Variante. Die führt immer zu Gefahr. Hat man jetzt wieder gesehen, warum. Also Riemann ist so ein zweischneidiges Schwert wieder, ne? Also der hat schon den einen oder anderen Bock geschossen, hat aber auch halt 5 bis 6 Mal, muss ich nochmal nachgucken, zu null gespielt innerhalb der Liga. Aber man kann ja auch noch so gut halten, wie wenig dann die Abwehr zulässt andererseits, ne? Wenn die Abwehr gut steht, kommt halt auch wenig aufs Tor. Auf jeden Fall viel Glück jetzt gerade eben bei dem Schuss von Marius Wolf. Riemann aber mit einem guten Spiel auf jeden Fall. Paslak ebenso, also die Abwehr bis auf Wittek steht gut, also notentechnisch zumindest. Bisher kann man zufrieden sein, sage ich mal. Es passiert wenig, Bochum lässt auswärts wenig anbrennen. Die Schüsse, die aufs Tor kommen, scheint Riemann souverän zu parieren. 6 Schüsse, davon 4 aufs Tor, ein XG-Wert gerade mal von 0,34 im Vergleich von uns. 6 Schüsse, 3 davon aufs Tor und ein XG-Wert von 1,06, also das Dreifache, sind schon gefährlicher vorne. Sind schon gefährlicher vorne. So, jetzt habe ich im Kopf wirklich, dass wir vielleicht auf 4-2-3-1 direkt wechseln, um da ein bisschen stabiler zu sein. Vielleicht Agumet dann hinter die Spitzen vorziehen, Campbell raus, Lucia rein, wäre eine Variante. Kann aber auch so machen. Ne, ich lasse es einfach. Nee, doch, ich würde Paslak jetzt sagen, er soll mehr unterstützen statt ständig angreifen. Hat zwar jetzt die Vorlage geliefert zum 1-0, aber jetzt wird Leverkusen auch kommen, kann ich mir gut vorstellen. Wir gehen aber jetzt erstmal rein. Vielleicht treffen wir ja frühzeitig zum 2-0. Wie gesagt, die ersten 15 Minuten jeder Halbzeit ist Leverkusen anfällig. Man hat es ja gerade gesehen, ne? 4. Minute. 1-0 der VfL oder für den VfL.
Mal schauen, ob Leverkusen reagiert hat. Erstmal nicht. Jetzt aber Freistoß, Grimaldo. Wolf und Riemann ist zur Stelle. Eine Umstellung wäre vielleicht echt gleich eine Variante. Das habe ich, schon vorher im Kopf gehabt, aber weil ich gesehen habe, halt, man ist sehr anfällig am Anfang. Man auch auf das 4-2-4 ist man spielerisch meistens ja, anfällig drauf. Alle 16 Minuten erhält der Gegner eine Torchance. Und hier Broschinski mit der dicken Chance. Radetzky leistet sich keinen Klops und klärt gut zur Ecke. Anschließender Eckball ausgeführt von Paslak. Radetzky zur Stelle. Ja, ich habe so ein Bauchgefühl. Ich sollte, glaube ich, umstellen. Ich weiß nicht. Ich werde mich sonst gleich wieder ärgern, andererseits. Ich werde aber auf jeden Fall schon mal Zehnter bringen. Wittek macht nicht so das beste Spiel da hinten. Da werden wir mal reagieren. So, Patrick Pfeiffer. Schön ruhiger Aufbau, keine Hektik. Zehnter zieht nach innen, macht viele Meter gut. Zieht die Gegner auf sich, gerade vier Spieler auf sich, wie ich sehe. Agumé in die Mitte auf Campbell. Steckpass auf Broschinski und der vollendet zum 2-0. Ich würde sagen, kein Abseits, wir müssen abwarten, aber was der Schiedsrichter entscheidet. Ich würde sagen, der Pass kam, ja, der Pass kam genau richtig butterweich, die Vorlage von Campbell, wie man es hier nochmal sieht. Schöner Lob ins Zentrum, Broschinski ohne Manndeckung und der schließt ab mit dem 8. Saisontor. Nochmal Leverkusen. Gucke ich mal kurz nach. Immer noch nicht gewechselt. Also ich werde auf jeden Fall, glaube ich, gleich etwas defensiver einstellen. Man hat es gesehen gegen die Rangers zum Beispiel. Manchmal sind wir schon etwas fragil unterwegs, sage ich mal. Wir haben den Hang dazu, manchmal das Spiel dann doch aus der Hand zu geben, das Momentum echt so zu gestalten, dass wir den Gegner kommen lassen, uns in eine Druckphase drücken lassen, was nicht sein muss. Das sieht aktuell nicht danach aus. Also Bochum hat das Spiel echt in der Hand. 55% Ballbesitz, Leverkusen schafft es nicht wirklich, eine Chance zu kreieren. Ich frage mich auch echt, warum Van Bommel nicht reagiert. Also ich meine, das ist gut für uns, aber da kommt auch kein Wechsel. Agumé, ich würde sagen, wir stellen jetzt um, weil Agumé muss eh raus. Dann machen wir es jetzt so. Boadu rutscht rechts raus. Kempel nehmen wir raus. Da kommt dann Agumé nach vorne, dafür aber Stöger rein als offensiver Mittelfeldspieler. Oder vorgeschoben. Ja, oder wir versuchen es mal wieder als vorgeschobener Spielmacher. Kempel geht raus und dann bringen wir Masovic. Oder? Bringen wir doch. Nee, ich bringe Toto. Toto kriegt eine Chance. Wo habe ich ihn gar nicht mitgenommen? Bin ich nicht schlauer? Ja, supi. Aber egal, Masovic hat es auch gut drauf. Haben wir ja schon gesehen als balleroberer Mittelfeldspieler. Nicht der schlechteste. Und dann kommt rechts raus Sefuik für Paslak, weil der ist auch schon platt langsam. Mal kurz überprüfen, ob es auch alles so geklappt hat. Mittlerweile, man kennt es ja, ne? Diese Bugs, die kleinen Fehler. Es sieht aber ganz gut aus. Mal hier überprüfen. Flanken verhindern. Das passt auf jeden Fall. Umschaltspiel. Und im Ballbesitz. Ja, man kann vertikaler spielen. Das ist auf jeden Fall drin. Letzten 10 Minuten jetzt. Und natürlich im Auge behalten, ob Leverkusen noch mal was macht. Gerade eine gelbe Karte kassiert. Kosunu kam jetzt auf dem rechten Flügel. Direkt mal reagieren. Auch hier in Manndeckung nehmen, je nachdem, wer da in der Nähe ist. Natürlich, der Plan ist bisher gut aufgegangen.
als Rechtsverteidiger, nee, nicht als Rechtsverteidiger, drücken wir ihn auf den rechten Flügel, sondern wollen ihn invasiv zwingen. Also das ist, wie gesagt, eine Marschroute und eine Taktik, die bisher sehr gut funktioniert hat gegen Flügelmannschaften, gerade in der letzten Saison. Hier sieht es auch wieder stark danach aus. Und auch wenn es weiter so geht und bleibt, dann wohl der nächste zu Null Sieg. De Los Santos für Osterhage. Boah, du und Viper überraschen mich. Also vor allem Viper überrascht mich. Beide, ehrlich gesagt, wenn ich so sehe. Beide sehr, eine sehr gute körperliche, physische Basis. Sind wirklich hoch belastbar. Aber ich bringe trotzdem Asano, aber nicht als Zielstürmer, sondern als Sturmspitze. Stoßstürmer. Also, dass die so viele Spiele wie die auf dem Buckel haben und die sind trotzdem, die laufen und laufen und laufen wie so ein Duracell-Hase. Fünf Minuten wieder Nachspielzeit, das ist das, was ich angesprochen habe. Wenn ich führe, gibt es irgendwie immer mindestens 4 Minuten Nachspielzeit. Meistens sind es fünf. Auch hier wieder Galesic jetzt nochmal mit der gelben Karte. Xhaka mit dem Freistoß. Riemann pariert stark. Ein stärkeres Spiel vom VfL Schlussmann diesmal wieder. Hier sah auch wieder zur Stelle Pflück die Flanke runter. Und wie es aussieht, der nächste zu Null Sieg ist wohl in der Tasche. Jawohl, 2-0 gewonnen bei Leverkusen. Wir haben mittlerweile 32 Punkte. Also wir haben den Hinrundenrekord aus dem letzten Jahr gebrochen. Und das ist noch, ja, wir haben noch ein Spiel. Masovic, man sieht es, ein starkes Spiel gemacht. Da plane ich ihn auch ein im nächsten Jahr, wenn Toto aufhören sollte oder was sich da so entwickelt. Da haben wir schon echt einen Spieler in der Hinterhand, den ich da auch so einplane auf der Position. Deswegen setze ich ihn jetzt da häufiger ein. Halt dementsprechend, logischerweise. So, 15. Spieltag ist durch, wie immer. Wir schauen uns die Ergebnisse genauer an, aber hier dann lieber doch mit Torschützen. Volta und Dardai treffen jeweils für ihr Team. Hertha, Schalke trennen sich 1 zu 1. Hertha immer noch ohne Sieg, nebenbei erwähnt. Leverkusen, Bochum gerade gesehen, 0 zu 2. Dann am Samstag insgesamt nicht sehr viele Tore, anders gesagt. Gladbach, HSV trennen sich 0 zu 0, ebenso Heidenheim, Mainz 0-0. Stuttgart verliert wieder 0 zu 1 gegen die Eintracht. Jetzt, nachdem sie gegen uns verloren haben, gibt es den nächsten Rückschlag. Bayern aber souverän 3 zu 0 zu Hause gegen Köln. Dreierpack Leon Goretzka. Und am Sonntag Augsburg-Freiburg. Späte Tore, 77., 84., 1 zu 1. Dennis Undorf getroffen. Dortmund-Union Berlin 1-1. Und Leipzig verliert auch wieder 0 zu 1 gegen Hoffenheim. Also Überraschungen am 15. Spieltag. Wichtige Ergebnisse so gesehen für uns. Wir verteidigen die Tabellenspitze mit einem Punkt vor den Bayern, haben uns aber auch jetzt etwas Luft verschafft mit 3 Punkten Vorsprung vor dem dritten Stuttgart, haben sogar schon, nee, genauso wie Frankfurt Punkte gleich dahinter. Aber, und da kommt das große Aber, was wirklich positiv auszurichten ist, wir haben 9 Punkte jetzt schon Vorsprung vor einem vor eine nicht-europäische Platzierung, ne? Das ist natürlich etwas, was sehr, sehr gut ist. 9 Punkte schon nach 15 Spielen. Das ist extrem viel Luft, genauso wie 12 Punkte vor Köln. Also dichtes Feld, aber vor allem was richtig gut ist, halt die Abwehr. Die kann sich unsererseits wirklich sehen lassen. Die viertbeste Abwehr der Liga. Wir waren letztes Jahr zu dem gleichen Zeitpunkt einer der schlechteren Abwehrreihen. Und auch vorne sind wir sehr gefährlich. Wir haben den zweitgefährlichsten Angriff hinter Bayern mit 31 Toren. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Als kleiner VfL sind wir wirklich vorne sehr, sehr gefährlich und sehr schwer zu schlagen. 10 Siege schon nach 15 Spielen. Schauen wir mal nach unten. Da würde ich sagen, geht der Abstiegskampf mindestens bis Platz 13. Bayer Leverkusen jetzt schon der sechste Misserfolg, die sechste Niederlage. Man hat erst 8 Tore geschossen. Man hat es ja gerade gesehen, nicht sehr gefährlich nach vorne. Es passt nicht unter Xabi Alonso und es passt auch, oder passte nicht, und es passt auch nicht unter Marc van Bommel bisher. Da muss eine Systemänderung sein. Also ich würde sagen, Flügelspiel ist vielleicht nicht das, was zum Kader passt, vielleicht irgendwie Tiki-Taka oder so, vielleicht besser. Aber ja, trainiere ich ja halt nicht. Ne? Aber ich würde es vielleicht nicht unbedingt mit Flügelspiel versuchen in der Hinsicht. Schalke mit dem zweiten wichtigen Punkteerfolg, 14 Punkte. Ist zwar noch alles sehr eng, aber die halten sich wacker über der Linie mit 8 Unentschieden bisher, hamstern sich da. Man sieht es auch hier an den Ergebnissen von Punkt zu Punkt und halten sich über Wasser.
Hertha wartet immer noch auf den ersten Sieg. Jetzt im nächsten Spiel müssen wir dahin. Ich glaube nicht, ich glaube doch, die Hertha ist bei uns zu Gast. Wäre schon ärgerlich, wenn sie dann ihren ersten Sieg holen. Sollten wir gewinnen, hätten wir ja schon krasse 35 Punkte. Das wäre schon echt krass. Ich schaue jetzt ganz kurz mal auf die Ergebnisse in der Liga. Der wievielte zu Null Sieg das war? Der 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5., 6. Sechste Sieg zu Null. Also das ist im Vergleich zum letzten Jahr, hatten wir, glaube ich, insgesamt 6 zu 0 Siege. Also das ist schon echt eine deutliche Steigerung. Die Abwehr steht definitiv besser. Ja, das ist das, was ich meinte. So pro Konter Riemer. Ne? Er leistet sich den einen oder anderen Bock, ist aber ein Bestandteil einer sehr sicheren Abwehrreihe. Und das ist natürlich auch das A und O. Wenn du Titel gewinnen willst, musst du halt eine gute Abwehr haben. Aber die Meisterschaft, die halte ich trotzdem nach wie vor für utopisch, dass wir die gewinnen. Champions League, der erneute Teilnahme wäre natürlich schon sehr, sehr cool. Würde ich mich sehr darüber freuen. Auf jeden Fall, das war's mit diesem Part. Der endet hier natürlich an der Stelle. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und hoffentlich bis bald.